Na gut, also wir haben dich bei der Vereinsgründung mit meinem Team und ich unterstützt. Und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen beleuchten, was die wirklichen Vorteile sind, speziell für dich als Yoga-Lehrerin. Das heißt, wir haben ja verschiedene Arten von Vereinen. Du hast ja auch noch einen anderen Verein, Genau. der hat keine steuerliche Gemeinnützigkeit beantragt. Und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen beschreiben, was da der Unterschied ist. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Kinder-Yoga e.V. Da hast du ja eine steuerliche Gemeinnützigkeit. Genau. Was sind da die Vorteile? Also der Verein kann Spenden empfangen, zum Beispiel. Ja, das kann der andere auch. Aber das ist noch mal was ganz Offizielles. Dieser Verein ist zu einer sehr hohen Summe von der Steuer einfach befreit. Also 35.000 Euro oder so sind es. Ja, also das muss man natürlich erstmal schaffen. Ja, aber das steuerfrei zu schaffen, ja, da ist man ja als Einzelunternehmer ja da schon in Abgaben und höheren Ausgaben gefangen. Also das ist ja auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn man diese also sich in diesem Summenrahmen bewegt.